Was geht ab, ihr geilen Clubspruchs? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Arg, zum Beispiel Wolf, ja. Und im Hintergrund seht ihr ihn schon, Hans. Hallo, Hans. Level 11, jawohl. Ist nicht viel. ja, ich habe mich gerade daran erinnert, als ich gestartet habe, wieder zu der Aufnahme, dass in der letzten Folge ja ein Alpha Raptor vorbeigeschaut hatte und er in die Richtung da gegangen ist. Ich dachte mir, ja komm, wir gucken einmal, ob er noch da ist. Und dann, ja, wenn er da ist, gehen wir am besten in die andere Richtung. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie jetzt richtig an... Der ist noch da. Mama. wir müssen jetzt auf jeden Fall so langsam richtig an die P kommen, denn momentan kann ich gar nicht mehr allzu viel machen. Ich muss jetzt echt EP farmen. Deswegen würde ich die Chance, glaube ich, mal nutzen, um unser Haus dann auch fertig zu machen. Wir haben ja noch ein Strohdach. Das sollte auch zumindest Holz sein. Es ist doch ziemlich schwer, alleine das dann alles so hinzukriegen. Mir fehlen jetzt echt noch 4 Level. Dann bin ich Level 20. Und dann kann ich halt die restliche Lederrüstung machen. Okay, ich kann neu machen, gut. Dann kann ich auch Schmelzofen machen. Dann können wir schon mal ein bisschen Metall brennen, dass wir dann auch direkt Metallausrüstung machen können. Und ja, das alles alleine hinzukriegen, das ist ganz schön schwierig, weil man muss sich halt wirklich alles alleine zurechtskillen. Da merke ich doch schon, ich würde mir jetzt ganz gerne skillen, ich würde mir das gerne skillen. Aber das kriege ich nicht hin, weil mir die Punkte dazu fehlen. Und ich muss halt aufpassen, dass ich meine Punkte nicht für irgendetwas verhau, sondern halt für etwas, was ich wirklich benötigen werde. Da muss ich halt so Prioritäten setzen. Ja, dass ich da nicht untergehe dann. So, auf jeden Fall, hier seht ihr, wir brauchen noch ein Dach, komplett aus Stroh, Tür und Türrahmen. Und dann haben wir das auch erstmal aus Holz und dann reicht das auch, glaube ich, erstmal, da wir ja draußen noch ein bisschen was an Verteidigung stehen haben. Und damit meine ich nicht Hand. ne, das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, was brauche ich für Holzdach. Tada! Ich brauche Fasern. Sehe ich das richtig? Ich sehe das richtig. Surprise, Motherfucker. So. Aber immerhin schon mal ein Holzdach. Das ist doch schön. Dann packen wir unser Holz mal erstmal in die Truhe. So. So. Jetzt muss ich echt hart mit der Steuerung struggeln. Also es geht eigentlich. Aber anfangs dann erstmal so, weil ich stream ja Minecraft. Oh, das ist nur ein Oviraptor. Ich dachte gerade, fuck, Alter. Ich stream ja nebenbei Minecraft und, komm, dich töten wir. Du hängst da eh fest. Aua. Ich treffe die Stacheln, das ist nicht gut. Jetzt nicht mehr. Zack. Ja, Minecraft. Ich habe jetzt auch mit Prime wieder angefangen, bis jetzt 7 Days to Die zu spielen. Da hatten wir mal wieder Bock drauf. So, wo ist der kleine Kollege da? Ach du Scheiße, ist der nah. Da haben die scheiß Dodos oder was er gejagt hat, den wieder hierher gelockt. Ist doch behindert. Mann! Da ist er. Werde sich jetzt den Oviraptor snacken? Ne, werde nicht. Alter, das ist richtig uncool. Alter, das ist richtig scheiße. Das kann man hier nicht in Ruhe... Moin. Bitte nicht herkommen. Jetzt kann man hier nicht in Ruhe spielen. Oh, wunderschöne Blümchen. Weil der kleine Quälgeist hier rumgeistert. Ist doch kernbehindert, Alter. Ja. So, Tür immer schön zumachen jetzt. Aua. Mir wurde in den Arsch gepiekst von meinen eigenen Holzbarrikaden.
Ich habe keine Ahnung, wie wir das Problem dann lösen wollen. Das ist echt, das ist wirklich ein Problem, der Scheißraptor da. Das ist ein ernsthaftes Problem. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das Haus denn nicht vielleicht doch lieber aus Stein machen sollten. Denn Stein kriegen die Dinosaurier nicht kaputt. Aber Holz schon. Deswegen denke ich, dass Stein eigentlich schon eine gute Idee wäre, damit wir und unser Hans da drin safe sind. Weil sonst, ja. Der reißt uns die Bude ein, der reißt uns hier vorne erstmal die Barrikaden ein, da kommt der easy durch. Drin macht der Hans weg und dann macht er noch unser Haus kaputt, wenn er Bock hat. Dann sind wir richtig am Arsch, ja? Dann sind wir richtig am Arsch. Ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Stroh, ne? Nehme ich auch mal mit. Kann ja nicht schaden, selbst wenn wir es nicht brauchen, aber ich glaube, wir brauchen auch Stroh. War, glaube ich, immer Strohfasern und Holz. Nehmen wir noch ein paar Fasern. Fasern. Ich kann es nicht fasern, Alter. Da ist ein Raptor, ein Alpha-Raptor. So, noch ein bisschen Stroh. Dann denke ich, haben wir auch erstmal genug. Aber na, ich kann mich auch gerade ein bisschen verschätzen. Ah, ich mache mir gleich eine neue Axt. Pickaxe. Ich will erstmal in mein Haus rein. Mach die Tür zu, jawohl. So. Dann nehmen wir mal unser Holz da drin wieder mit. Holz! Komm her, Holz. Jawohl, du geiles Holz, Alter. Richtig geiles Holz. Das langt für zwei Holzdächer. Okay. Wir brauchen mehr Holz. Ah! Oh, Level up! Nice! Das kann ich gebrauchen. Hier, das hau ich mir mal rein. Das hau ich mir nicht unbedingt rein. Rohes Fleisch brauche ich auch nicht unbedingt in der Leiste da unten. The fuck? Achso. So. So. Jetzt haben wir das. Bisschen Holz haben wir auch wieder. Das packen wir da erstmal rein. Genauso wie Steine. Das brauchen wir jetzt nicht. Leder brauchen wir jetzt auch nicht. Was wollen wir denn mal leveln? Ja, Nahrung und Wasser, Sauerstoff, das ist relativ unnötig. Ich skill eigentlich immer so Nahkampf, Schaden, Gesundheit. Das ist eigentlich so das meiste, was ich skill. Und Ausdauer dann auch immer ab und zu. Ich würde sagen, wir nehmen Gesundheit, oder? Ja, komm. Ich nehme mal Gesundheit. So, wir haben jetzt 18 Punkte. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die ausgeben will. Denn, wie gesagt, hier kommt die restliche Lederrüstung. Dann Betäubungspfeile, dass wir besser Tiere betäuben können und uns zähmen können. Dann müssen wir auch mal richtig ran. Gerade leider nicht möglich. Eine Angel, gerade nicht so nötig eigentlich. Aber ein Schmelzofen, Triceratops-Sattel, na okay, Stoppertrapp braucht man nicht unbedingt. Trophäensockel braucht man jetzt auch noch nicht. Das kommt später dann. Räucherkammer brauche ich auch nicht so wirklich. Aber hier. Ja, okay, die verstärkte Holztür weiß ich gerade nicht, aber auf jeden Fall die besseren Dino-Tore, das können wir gebrauchen. Und hier kommen dann auch schon die ersten Metallsachen bei Level 25. Da brauchen wir auch ordentlich was an Punkte. Von daher weiß ich nicht, ob ich da jetzt ausgeben soll oder lieber sparen soll, aber ich spare lieber erstmal. Wir gehen mal erstmal auf Sparflamme. Und essen jetzt erstmal was, während wir unseren Hans hier angucken. Hans hat noch gut was zu essen. Hans hat gut was zu essen. Das freut mich. So, wo ist denn unser Kollege? Ist er mittlerweile in die Richtung gerannt? Nein. Zumindest nicht, was ich sehe.
erstmal schön den Kopf zur Seite lehnen, weil es auch so viel bringt. Oh. Ja, da ist er. Ja. Oh, jetzt habe ich ein Fleisch gegessen. Das wollte ich nicht mal. Ich wollte eigentlich erst die Beeren essen. Die Map wollte ich eigentlich auch nicht öffnen, aber hier, meine Damen und Herren, hier ist die Map. Wir brauchten mehr Holz, ne? Das Ding ist, wir können jetzt nicht unseren Hans mitnehmen, weil ich will den nicht verlieren. Weil wir den später noch gebrauchen können für die ganze Menge an Steine oder was wir dann so alles so ranholen. Oder auch Metall. Deswegen muss ich das jetzt erstmal so machen, weil ich will den nicht riskieren. Es war jetzt nicht das Oberbiest, ja, was richtig viel tragen kann, richtig gutes Level hat oder so. Aber für uns so am Anfang ist er doch schon ziemlich hilfreich. Vor allem da wir halt alleine sind. Da müssen wir uns doch ein bisschen an kleineren Dingen erfreuen, die uns dann behilflich sein können. Und das ist in dem Fall unser Hans Level 11. So. Auf jeden Fall, irgendwann kommen wir dann auch hoffentlich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht wann. Hier von der Insel runter gucken wir uns mal ein bisschen um. Ziehen auch ein bisschen mehr. Da habe ich ihn gerade gesehen. Aber erstmal werden wir hier auf der Insel bleiben müssen. Und uns hier erstmal ausrüsten, dass wir Metall haben, dass wir mehr aushalten und mehr verteilen können. Ja, das ist ganz wichtig. So, das langt wieder für ganze zwei Holzdächer. Ich hätte theoretisch auch draußen craften können, dann hätte ich mir den Weg gespart. Weil die halt deutlich leichter sind. Ihr seht, ein Dach kostet 4 Gewicht. Und man braucht irgendwie 60 Holz und 80 Holz kosten 40 Gewicht. Also das hätte man schon ein bisschen sparen können, aber ich wollte schnell wieder rein wegen den Raptor da draußen. Das ist nämlich ein bisschen uncool, finde ich, dass der da rumgeistert. So. Zack, ja, dann brauchen wir noch die Reihe und dann Holztür und Holztürrahmen. Rammen, Junge. Jetzt ist es dunkel. Dunkel ist jetzt nicht das Problem, aber der Alpha-Raptor immer noch, leider. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wenn ich in der Nähe bin, despawnt denn nicht, ne? Okay, da hat sich gerade ein bisschen die andere Richtung angeguckt, kommt jetzt wieder zurück, rennt da im Kreis. Er hat was gesehen. Perfekt. Nee, hat er nicht. The fuck? Auf jeden Fall, er entfernt sich ein bisschen in die Richtung. Die Tiere rennen halt immer im Kreis. Dodo. Und bewegen sich halt trotzdem irgendwie immer in eine Richtung, aber gehen mal ein bisschen vor, mal ein bisschen zurück, wie ihr das gerade sehen könnt, aber Alter, das war ein ganz schöner Schritt in die Richtung. Alter. Ja, mach mal wieder einen Abgang, mein Freund. So, da war nämlich schon so weit, dass wir ihn nicht gesehen hatten und dann ist er durch irgendwas wieder zurückgekommen. Das liegt halt auch immer daran, wo das Essen spawnt für ihn quasi. Also wenn Dodo jetzt mehr in unsere Richtung ist als von uns weg, dann rennt er da halt hin und wenn der Dodo oder ein Parasaurus ist, glaube ich, besser, weil ein Parasaurus ein bisschen mehr aushält und ein bisschen schneller rennen kann, dann rennt der Parasaurus natürlich in die Richtung, wo nicht der Raptor ist, wenn er angegriffen wird. Er rennt ja nicht zum Raptor noch hin. Hier, fress mich. Sondern dreht sich dann um und rennt weg. Und wenn der Parasaurus zwischen uns und den Raptor spawnt, aber in der Reichweite des Raptors, dass er ihn halt wittert, dann greift er ihn natürlich an, kommt dann quasi zu uns zurück in die Richtung, greift den Parasaurus an und da unsere Richtung die Fluchtmöglichkeit für den Parasaurus ist, kommt dann der Parasaurus zu uns und bringt dann einen guten Kollegen den Raptor mit.